Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spielebuch-Abenteuer, ein Solo-Abenteuer. Diesmal für das Schwarze Auge. Jadkass. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Jadkass. Jadkass. Irgend sowas. Aber ihr seht, nichts für mich, denn ich kenne mich weder in Rascha aus und Kuchas noch sonst wo. Für Entdecker, Historiker, Sprachkundler oder Völkerkundler mit Kenntnissen von... ja, 16 habe ich gerade so überschritten. So, fangen wir an, ne? Dieses Abenteuer ist auf einen speziellen Heldentypen zugeschnitten. Der Held soll ausreichende Kenntnisse über die exische Sprache Rascha haben, natürlich, und über die, Schrift. Ich stelle es euch einfach mal vor, ich habe es natürlich nicht. Damit kommen im Grunde nur noch Menschen mit spezieller Ausbildung in Frage, darunter Entdecker, Historiker, Sprachkundler. Achatz wäre theoretisch auch möglich, doch mögen sie nicht ganz die folgende Geschichte zur Geschichte passen. Ja, deswegen nehmen wir Gerion, den Sprachenkundler. Ich habe keine Ahnung. Wir haben 4 Dukaten, 10 Silbertaler, 9 Heller. Und die 150 Abenteuerpunkte, die können wir eintragen. Wir haben ja noch 150 Abenteuerpunkte, die wir verteilen können. Ich habe schon lange kein Schwarzes Auge mehr gespielt, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Es ist, glaube ich, immer gut, wenn man in Mut was reinbringt. Geht das einfach so? Kann ich das einfach so machen hier? Ah, das ist ja blöd. Nee. Warte, ich nehme mal zurücksetzen. Nee, wir machen das einfach hier so. Na, wir nehmen das so hin. Oder? Wir nehmen das jetzt einfach so hin, wie es hier ist. Okay, und geht los. So, wir haben Lebenspunkte 28, Ausdauer 27, Rüstungsschutz 1, Behinderung 0. Wahrscheinlich tragen wir noch nichts. Attacke, Parate. Mehr Parate als Attacke. Punin, Stadt der freien Künste, Schmelztiegel der Kulturen. Reichs- und Königstadt, Handelszentrum zwischen altem und neuem Reich, sowie dem Land der ersten Sonne. Hier vereinen sich mittelreichische Besonnenheit und ptolemidische Feuer, strebsame Wissbegierigkeit und entspannte Lebensfreude. Und im Herbst ist es hier besonders schön. Die Temperaturen sind endlich wieder erträglich und doch ist es abends noch warm genug, um draußen zu verweilen. Als ich nun nach Bonin hinreise, empfängt mich ein majestätischer Anblick. Die tiefstehende orangefarbene Sonne lässt die kupfernen und goldenen Dächer der Tempel und Türme erstrahlen und färbt sie, die schier unzähligen Wohnhäuser, in warmes Licht. Auf der Suche nach Arbeit streife ich durch die Gassen. Gerade gegen Abend sind diese gut gefüllt. Trotzdem lassen die Bürger gelassen und ruhig, wie sie sind, keine Hektik aufkommen. Ich frage mich auf dem Markt herum oder am Rathaus. Doch meine Versuche sind nicht von Erfolg gekrönt. Da erinnere ich mich an einen Freund, einen Kollegen aus der Studienzeit, der eventuell noch hier in Bunin lebt. Vielleicht hat er ein paar Ideen. Ja, natürlich. Sehr gerne. Nachdem ich durch die Stadt geirrt bin, das ist nämlich schon eine Weile her, dass ich hier war, finde ich das zweistöckige Wohnhaus, das sich im gepflegten Theaterviertel als eine der weniger prächtigen Häuser einreiht. Mein Freund Frido Beizgesund wohnt im Erdgeschoss. Frido Beizgesund, hört sich gut an. Ich klopfe erst mal kräftig an die Tür. Ich werde doch jetzt schauen, ob hier irgendwie Gefahr... Ach so, weil das... Nee, ich klopfe, ich bin da... Nach einer Weile öffnet Frido die Tür und sein Gesicht wechselt von einem skeptischen in einen freudestrahlenden Ausdruck, als er mich wiedererkennt. Wir schütteln uns kräftig die Hände und schließlich bittet er mich in seine Wohnstube hinein. Diese hat sich seit meinem letzten Besuch sehr stark verändert. Damals war sie eher karg eingerichtet, nun ist sie mit allerlei bequemen und ansehnlichen Möbeln ausgestattet. An den Wänden hängen ein paar Bilder und in den Regalen stehen Spielzeuge, die sehr südländisch anmuten.
Sein Bücherregal ist reich gefüllt. Einige Bücher scheinen besonders alt zu sein. Viele Schriftrollen sind zu erkennen. Na, wie geht es dir? Was führt dich hierher? Wir unterhalten uns ausführlich bei einer Tasse Tee über unser Wohlbefinden, Neuigkeiten, Erlebtes. Frido hört erstaunt zu, als ich mit meinen Abenteuergeschichten ansetze. Dabei achte ich genau, dass ich keine Übertreibungen oder Ausschmückungen einschleichen lasse und die Geschichten nicht zu unglaubwürdig klingen. Trotz dieses eher sachlichen Vortrages ist Frido fasziniert, wo ich schon überall herumgekommen bin. Frido, er beneidet mich dafür. Schließlich hat er selbst noch nicht viel erlebt. Seit meinem letzten Besuch ist er aus Punin nicht herausgekommen. Er widmete sich intensiv weiterer Studien und seiner Tätigkeit als Schreiber und Übersetzer im Stadtrat. Diese brachten ihn ein bescheidenes Ansehen und Wohlstand in Punin. Überdies hat er einen spendablen Metzen, für den er hin und wieder einige Aufträge erfüllt. Noch bevor er dazu ansetzt, springt er ruckartig von seinem Sessel auf und geht ins Hinterzimmer. Er kehrt mit einem schweren, in Leinentuch eingewickelten Gegenstand zurück und legt ihn auf den niedrigen Tisch. Hinter dem Tuch kommt eine braune Platte zum Vorschein. »Na, schau dir die Platte einmal genau an«, fordert mich Frido auf. Es erinnert mich auf den ersten Blick an einen Schildkrötenpanzer. Es ist eine 2 Spann breite und 4 Spann lange braune Platte mit grünen Einsprengseln. Sie ist leicht gebogen und weist verdickte Ränder auf. Die Oberfläche ist glatt, weich wie Leder. Das Auffälligste jedoch ist der ovale, hellblaue Edelstein, fast 2 Finger breit, der am Kopf der Platte eingefasst ist. Als ich den Edelstein berühre, wechselt er schlagartig seine Farbe in dunkelblau. Alsbald verändert sich die Oberfläche. Vertiefung bilden feine Linien, erst wild, durcheinander und miteinander verschlungen, doch Momente später haben sie sich zu einer Schrift geordnet. Ich blicke Frido vollkommen entgeistert an. Dieser begegnet mir mit einem triumphierenden Lächeln. Ha, erstaunlich, nicht wahr? Ich habe es bereits untersuchen lassen. Das Material der Platte ist vollkommen unbekannt, aber wohl tierischen Ursprungs. Der Edelstein ist ein Opal. Das Artefakt ist mit unbekannter Magie belegt, die interessante Effekte hat. Na, schau dir's an. Ich schaue mir die entstandenen Glyphen einmal genauer an. Das ist Kuchers, nicht wahr? Platz es aus mir heraus. Diese altexische Schrift ist mir schon ein paar Mal begegnet. Wahrlich, bestätigt Frido. Du hast damit Erfahrung. Könntest du mir bei der Übersetzung behilflich sein? Ich selbst verstehe davon auch ein wenig. Jo. Natürlich, machen wir das. Na, wie fein. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Doch lass uns erst morgen mit der Arbeit beginnen. Heute feiern wir erst einmal unser Wiedersehen. Wir verbringen den ganzen Tag miteinander, über die gemeinsame Vergangenheit zu reden, neue Erkenntnisse, unsere Tätigkeiten auszutauschen und den Abend mit ein paar Gläsern quaritaler Wein abzurunden. Nee, Jaquirtaler, so rum. Frido bietet mir an, bei ihm zu übernachten. Klar. Frido weist mir das wahrlich gemütliche Sofa in seiner Wohnstube zu. Sein Schlafzimmer ist gleich nebenan. Frauen sind wir lieber. Das ist wohl wahr. Diese Nacht hat doch sehr gut getan. Und wir regenerieren super viele Lebenspunkte. Nach einem gemeinsamen Frühstück mit Frido, der etwas zerknittert aussieht, und der allmorgendlichen Wäsche, kann es dann ans Tagwerk gehen. So, Schrifttafel. Na dann, lasst uns mal mit der Übersetzung beginnen, drängt Frido zur Arbeit. Doch ich bin ja ebenfalls begierig, den verborgenen Inhalt zu lüften. Die Schrift, sie unterscheidet sich mehr von dem heutigen Kuchers, als ich angenommen habe. Aber mit Hilfe Fridos ausführlicher Unterlagen über exische Geschichte und Kultur kommen wir ganz gut voran. Bis zu den Mittagsstunden haben wir bereits einige Wörter eindeutig übersetzen können. Scheint wohl eine Ortsbeschreibung zu sein. Frido schlägt vor, erst am Nachmittag fortzufahren, was mir sehr entgegenkommt. Frido will noch einige Besorgungen machen. Ja, wir sind faul. Ja, wir haben die ganze Zeit Abenteuer erlebt und jetzt ruhen wir uns einfach mal auf. Ich beschließe, mich noch ein wenig aufs Sofa zu legen, zu dösen oder einer entspannten Beschäftigung nachzugehen. Frido
Der verlässt indes das Haus, wird aber bald wiederkehren. Nee, sowas gehört sich nicht. Wir schlafen. Moment. Ich lasse die Zeit verstreichen und erhole mich ganz gut. Sinneschärfe. Na dann würfeln wir mal auf Sinneschärfe. Wir bräuchten 5. Gelungen? 14. Achso, gelungen. Achso, ist gelungen. Ja, ihr seht. 18, 9, 11. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Sinneschärfe 5. Ja, was hätte denn das dann? Hätte es dann 1, 1, 1 hätte ich dann nicht geschafft, oder? Ich glaube, so war es, ne? So, ich vernehme leise metallene Geräusche an der Tür. Es klingt, als wolle jemand das Schloss knacken. Moment, ich werde mich mal verstecken. Ich verstecke mich in einer Nische hinter einem schweren Vorhang. Neben mir steht eine Truhe und einige Haushaltsutensilien. Meine Waffe konnte ich vorsorglich noch mit mir nehmen. Kurze Zeit später öffnet sich die Tür und ich höre eine Frauen- und eine Männerstimme. Sie durchsuchen die Wohnung und scheinen etwas Bestimmtes zu suchen. Ich warte mal ab. Ich hab's! Ich hab's! Lass uns abhauen! Flüstert sie. Wie sind wir denn? Wie sind wir denn drauf? Leben 28, wir sind jetzt nicht so die großen, wir sind auch nicht so der große Krieger, oder? Wir sind die, die im Hinterzimmer still bleiben. Ja, es tut mir leid, Fredo. Die beiden verschwinden wieder und ich höre das Schließen der Tür. Als ich aus meinem Versteck komme, fällt mir sofort etwas auf. Es fehlt, ja natürlich, die Schrifttafel. Bald darauf steht schon wieder Fredo vor der Tür. Was ist denn passiert? Naja, ich erzähle Fredo von dem ungebetenen Besuch. Sein Gesichtsausdruck verrät, dass er so etwas schon geahnt hat. Nach kurzem Durchsuchen seines Zimmers stellt er fest. Die Schrifttafel und die Abschrift wurden entwendet. Nachdem ich ihn frage, was es damit auf sich hätte, fängt er dann an zu erzählen. Ja, ich habe die Schrifttafel von meinem Metzen erhalten. Er hat mir erzählt, dass sie aus einer exischen Ruinenstadt nahe des Bosque am Fuße des Rastolwaldes geborgen wurde. Jedoch hat er mir verschwiegen, wie er an die Tafel kam. Nachdem er vor einer Woche verschwunden ist, vermute ich, dass er die Tafel unrechtmäßig erhielt und nun vom vorigen Besitzer ermordet wurde. Ich konnte das der Garde nicht erzählen, ohne mich selbst in Gefahr zu begeben. Ich wartete eine Woche ab, ohne dass etwas geschah, und fühlte mich nun sicher, da ich die Verbindung zu meinem Metzen stets geheim hielt. Wir müssen die Inschriften entziffern und dann zu dieser Ruinenstadt aufbrechen. Schließlich scheint es sich um etwas sehr Wichtiges zu handeln, wenn daran so reges Interesse besteht. Moment, wir haben doch die ganze Tafel nicht mehr, die ist doch gestohlen worden, oder? Ja dann, ich werde dich mal in dem Stich lassen, mein Freund. Wie, jetzt mal, ich denke, verstehe ich nicht. Jetzt machen wir uns, aber die ist doch gestohlen worden. Wie funktioniert das, wenn die gestohlen, und deshalb die Abschrift ist doch auch gestohlen worden. Hä? Moment. Da wir keine Abschrift der Tafel mehr haben, müssen wir unsere Erkenntnisse und die fehlenden Schriftzeichen aus unserem Gedächtnis, aus dem Gedächtnis herauskramen. Na, bin ich mal gespannt. Klugheit, würfeln wir 14. Oh, das wird schwierig. Ja, 5. Das ist auch wieder gelungen. Ich blick da noch nicht durch mit meinem Würfel. Ach, ich habe schon so lange nicht mehr. So ein Mist, ne? Man müsste sich davor erstmal kundig machen. Ist wahrscheinlich genauso wieder, ne? Wenn wir drüber sind, ist es nur böse, oder? Aber das letzte Mal waren wir ja auch drüber. Bei Sinnescher. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß wirklich nichts mehr. Na gut, es ist ja immerhin gelungen, ne? Wir sind klug und haben ein fotografisches Gedächtnis. Nach 3 äußerst harten, aber sehr produktiven Tagen. Ja, wir brauchen keine Lebensregeneration, haben wir die Inschriften so gut wie es ging übersetzt. Neben einer ausführlichen Beschreibung über eine Wanderschaft aus dem Süden entschlüsseln wir einen Absatz, der Fredo interessiert. In diesem Wasser liegt Kraft, was die Jugend erschafft. Am Ende des Riesen, unter dem schuppenlosen Leben, entsteht ein bewegtes Wasser, die Quelle Satnavis. Weiters ist ein Absatz
Für uns ein Rätsel. Scheint mir besonders wichtig zu sein. Sonne und Mond ergeben eins. Himmel und Dere sind zwei, die Erde, ne? Dere ist ja die Erde in das schwarze Auge. Feuer und Wasser erschaffen drei. Stein und Eis bedeuten vier. Nur die Zeit zählt fünffach. Und eindeutig zu werden, steht am Anfang stets das Feuer. Beachte, man findet Dinge immer wichtig, wenn sie fehlen. Wer dies befolgt, öffnet die Tür zu Satinavs Siegel. Satinav? Satin, da gibt's doch. Ich wollte doch schon Ewigkeiten mal. Also ich habe ja das erste Abenteuer, Satinavs Ketten, ne, habe ich ja noch nie zu Ende geabenteuert. Also ich habe es noch nicht mal zu Anfang abenteuert. Ich habe es mal in irgendeinem Sale mitgenommen. Und das könnte man auch mal irgendwann angehen. Satinavs Ketten. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Es war ein hartes Stück Arbeit und viele Wörter konnten wir nur annähernd sinngemäß übersetzen. Muss ich das hier aufschreiben, oder? Ich hoffe nicht, ne? Also ich schreibe jetzt hier nichts auf, was man vielleicht hätte machen sollen. Aber es reicht, um Fridos Vermutung zu bestätigen. Es muss sich um einen Jungbrunnen handeln. Klar, sehe ich sofort. Der am Fuße des Rastulwaldes liegt wahrscheinlich bei der Ruine, von der sein Metzen gesprochen hat. Wir müssen einfach zu dieser Ruine, schlägt Frido vor. Ich kenne den Standort. Dort liegt sicher, was wir suchen. Ja, los, auf geht's. So, backen wir alles Notwendige für die Reise zusammen, fünftägig wird sie, und begeben uns noch am gleichen Tag natürlich auf den Weg. Wir haben eine Kutsche gemietet und kommen gut voran aus den ausgebauten Straßen oder auf den ausgebauten Straßen in Almada. Und die idyllische Landschaft zieht vorbei und mildern die Strapazen der Fahrt. Bald haben wir den Fluss Bosquir erreicht und folgen seinem Lauf flussaufwärts. Nach 4 Tagen ist nichts Aufregendes passiert. Wir konnten die Nächte stets in Gasthäusern verbringen. Ja, wir brauchen immer noch keine Regeneration. Wenn ich gegen die gekämpft hätte, ja, dann. Natürlich ein Bier in der Herberge. Als wir gemütlich am Abend ein Bier genießen, kommt eine junge blonde Frau mit Sommersprossen ins Gesicht. Im Gesicht gekleidet in den Gewändern einer hessindianischen Novizin auf uns zu. Sie lächelt unsicher, betrachtet unsere Gesichter eine Zeit lang und sagt: Verzeiht, aber ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Wie kommst du ihr darauf? Oder wie kommt ihr darauf? Entgegnete ich. Ich weiß es nicht recht, ich glaube einfach. Ach nee, halt, andersrum. Das ist dann wieder sie, ne? Ich weiß es nicht recht. Ich glaube einfach, dass es richtig ist. Ich muss euch dieses hier geben. Es ist eine Hessinde gesegnete Kette, und diese wird euch von Nutzen sein. Sie reicht mir den Gegenstand. Wollen wir ihn annehmen? Meine Menschenkenntnis verrät mir, dass sie es ehrlich meinen. Na dann los. Hessindes Wille. Hessinde ist ja. Die ist ja so eine tolle Göttin, ne? Die gibt uns Leben. Lebensregeneration. Sie drückt mir eine Halskette in die Hand, deren Anhänger eine Schlange zeigt, die sich um eine winzige Glaslinse kringelt. Dann geht sie eiligen Schrittes aus der Herberge heraus. Ich sitze noch etwas irritiert da, bevor Frido mich fragt. Was sollte denn das sein? Und ich betrachte nachdenklich die Kette. Keine Ahnung. Ich begutachte die Kette an diesem Abend mehrere Male. Mit der Linse kann man vielleicht winzig kleine Texte lesen, doch auch nach ein paar Bier werde ich daraus nicht schlauer und beschließe, nicht mehr darüber nachzudenken. Ich hänge mir die Kette um den Hals und wir gehen zu Bett. Am 5. Tag erreichen wir die ersten Ausläufer des Rastulwalds. Von hier an geht's dann zu Fuß weiter. Es wird hügelig und der Pfad, dem wir folgen, er ist nicht mehr befestigt. Es geht durch ein dichtes Waldgebiet. Zwar folgen wir stets dem Bach und könnten uns so nicht verirren, doch die Bäume stehen so eng beieinander, das Unterholz ist so reichlich, dass wir oft Umwege gehen müssen und der Marsch langsam kräftezehrend wird. Die Dunkelheit bricht sehr früh am Abend herein und uns bleibt nichts anderes übrig, als ein Lager aufzuschlagen. Wir haben gerade unsere Schlafplätze hergerichtet und ein Feuer entfacht, als wir aus der Ferne ein helles Rufen vernehmen. Hallo, hallo, ist hier jemand? Ich brauche Hilfe. Hallo. Können nicht anders, als dem Ruf nachzugehen.
Wir hören immer wieder einen Ruf, unterbrochen von leisem Schluchzen, und bald darauf haben wir ein etwa 10-jähriges Mädchen entdeckt. Es hat hellblondes, zerzaustes Haar bis zum Bauch, trägt ein einfaches Kleid aus festem Wollstoff, ist hier und da mit Dreck bedacht und hat rote, verquollene Augen. Als sie uns erblickt, bleibt sie starr und schaut uns ängstlich an. Frido redet ihr beruhigend zu. Nach einigen Momenten können wir sie zu unserem Lager mitnehmen. Am Lager wärmt sich das Mädchen am Feuer auf und nimmt dankbar Wasser und Essen entgegen. Nach einiger Zeit bekommen wir auch heraus, was es mit dem allen auf sich hat. Selema, so ihr Name, lebt in einem Holzfällerdorf namens Perano am Waldrand. Sie missachtete das Verbot ihrer Eltern, alleine in den Wald zu gehen, um ihrer Mutter eine Freude zu machen und Beeren zu sammeln, denn mit Beeren kennt sie sich schon ganz gut aus. Doch leider hat sie sich heillos verirrt und weiß nicht im Geringsten, wo sie sich befindet. Sie sagt, sie sei schon den ganzen Tag unterwegs und sei sonst niemandem begegnet. Frido kennt leider auch nur den Pfad am Bosquier entlang und das Dorf sagt ihm nichts. Zweifelsohne nehmen wir Selema mit uns. Doch welche Richtung sollen wir gehen? Wollen wir tatsächlich zur Ruinenstätte die mitnehmen? Oder reisen wir zurück Richtung Punin und fragen der Gaststelle nach dem Dorf durch? Ja, wir gehen zurück nach Richtung Punin. Leider. Es ist wohl das Beste. Soll wir auch immer das Rennen zum Jungbrunnen gewinnen. Es geht darum, Selema heil nach Hause zu bringen. Wir reisen zurück zu einem der zahlreichen Gasthäuser. Doch vorerst übernachten wir hier. Selema stimmen wir an diesem Abend schon etwas fröhlicher. Und wir essen heute ein wenig über unserer Tagesration. Bald darauf werden wir alle müde. Frido schlägt vor, dass er die erste Hälfte der Nacht Wache hält, was mir sehr gelegen kommt. Er will mich dann in der Nacht wecken, also begebe ich mich zu meinem Schlafplatz und schlafe schnell ein. Aufgrund der Anstrengungen schlafe ich tief und fest. Meine Träume sind angenehm. Ich fühle mich wie in einer warmen Lagune, vollkommen losgelöst und frei unter Wasser atmend. Ich spüre eine Berührung auf meiner Schulter. Eine Hand streift über mich, über meinem Kopf. Die sanften Berührungen verweben sich mit meinem Traum. Eine wunderschöne Frau umgarnt mich, streicht mir über die Brust. Doch schleichend verändert sich der Traum, verzerrt sich langsam zu einem unbequemen, ekelhaften Zustand. Der Arm der Frau, er verwandelt sich in eine Schlange. Ich spüre die schuppige Haut auf meinem Körper und meinem Brustkorb. Langsam aber sicher werde ich umwickelt. Das Wasser verdickt sich zu einem eklig grauen Saft. Erst jetzt begreife ich den Ernst der Lage. Ich wehre mich mit Händen und Füßen, doch finde nirgends Halt. Das Atmen, es fällt mir schwerer. Ich spüre, wie sich dickflüssig der Brei meine Kehle hinunterkriegt. Kriecht. Wieso erleide ich Schadenspunkte? Wollen wir schauen. Immerhin. Gelungen. Warte mal, wo? 26, ja. Mit einem Ruck wache ich auf und mit Erschrecken muss ich feststellen, dass der Traum einige reale Elemente hatte. Auf meinen Beinen sitzt eine Frau mit langen, dunklen Haaren. Sie ist vielleicht 30 Jahre alt und durchaus als schön zu bezeichnen, wäre ihr Gesicht nicht gerade erfüllt von Bösartigkeit und Gier. Meine Hose steht weit offen und diese Hexe spielt hart an meinem Geschlechtsorgan herum. Immer wieder malträtiert sie mich mit ihren unnatürlich langen Fingernägeln und ich trage an unzähligen Stellen blutige Kratzer davon. Es durchströmt mich eine Welle des Schmerzes. Ich will mich wehren, doch leider hat mich etwas umwickelt. Am Boden verankert ein Seil, nein, es sind Ranken, Ranken, die aus dem Boden gewachsen sind und mich weiterhin umschließen und mich weiter festschnüren. Die Hexe bemerkt, dass ich erwacht bin. Sie faucht mich böse an, zeigt ihre dolchartigen Zahnreihen. Um ihren Hals wickelt sich eine giftgrüne Schlange, die genauso irre blickt wie ihre Hexe. Auf der verzweifelten Suche nach Hilfe stelle ich fest, dass Frido nicht zu sehen ist und meine Waffe außer Reichweite. Aber noch habe ich das Messer am Gürtel. Ich erreiche es gerade so mit meinen Fingerspitzen. Erschwert um 3.
perfekt, ne? Aber da ich ja 11 hab. Na gut. Ja, oder? Passt, ne? Erschwert um 3. Denke ich. So ist es. Ich ertaste den Dolch und bin angriffsbereit. Ich steche auf den Kopf der Hexe ein und stoße ihr direkt ins Auge. Sie schreit auf, lässt sofort von mir ab und ertastet ihr vollkommen zermatschtes, blutiges Etwas in ihrer Augenhöhle. Bedrohlich schnauft sie mich noch einmal an. Dann setzt sie sich auf ihren Besen und fliegt in den Finsternis des Waldes. Mit schnellen Schritten befreie ich mich von den Ranken und ziehe mir die Hose zu. Als ich mich aufrapple, kommt Selima hinter einem Baum hervor. Ist sie weg? Fragt sie mit großen Augen. Ja, sie ist weg. Und Frido aber auch. Selima steht da, wie angewurzelt, und spricht wie ein Wasserfall. Als ich aufgewacht bin, da war die Hexe schon da, und dann hat sie Frido überwältigt. Ich weiß nicht wie. Und dann hat sie auf ihrem Besen, die hat ihn mitgenommen. Da habe ich mich schnell versteckt. Ich dachte, sie kommt nämlich gleich wieder. Und da habe ich nach dir gerufen, aber du hast einfach nicht gehört. Aber ich wollte nicht wieder zurücklaufen. Wer weiß, ob die Hexe mich dann gesehen hätte. Dann habe ich Steine nach dir geworfen, aber dich nicht getroffen. Und dann kam auch schon wieder diese blöde Hexe, und ich war ganz still. Und als dann irgendwelche Funken aus den Händen kamen, da sind so Wurzeln aus der Erde gekommen und haben dich umwickelt, und dann habe ich weggesehen, nämlich der hat irgendwas gemacht, und ich habe gehört und ich habe gesehen und nicht mehr gesehen, und dann habe ich gehört, wie gefaucht wurde, und du musstest stöhnen, aber ich habe da nicht mehr hingesehen. Und dann bist du aufgewacht. Mhm. Nach diesem Bericht atmet sie schwer, sieht mich aber vollkommen ruhig an. Puh. Wir machen uns erstmal auf die Suche nach Frido, nützt ja nichts. Oder ne, wir sehen uns erstmal im Lager um, oder? Ja, vielleicht ganz gut. Unsere Sachen haben sie nicht durchwühlt. Sie schienen nur interessiert gewesen zu sein an uns, ne? Es sind keinerlei Kampfspuren zu erkennen, als die ich selbst hinterlassen habe. Pferdensuche? Null. Null Pferdensuche? Ja, dann können wir ja nichts machen, wenn wir null Pferdensuche haben, mein Freund. Ziemlich viel zertrampelter Waldboden. Entweder war die Hexe sehr fleißig unterwegs, oder es waren mehrere Personen. Sieh da, ruft Selima plötzlich aus. Da ist die Spur der Hexe, wie sie Frido weggetragen hat. Schau in die Richtung noch, erkenne nichts. Dann Weg. Wir brauchen den Weg. Wir folgen der Spur. Ja, ich... Na, ah, super. Vielleicht ist Selima wieder... Ja, ich kann nicht. Ja, ich dachte, ich hätte die Spur eindeutig im Blick, doch oftmals muss Selima helfend eingreifen. Das ist super. Ohne sie hätte ich mich heillos verirrt. Keine Viertelstunde dauert es, dann steht mitten im Wald ein Haus. Aber na dann, gehen wir zum Haus. Das Haus sieht wie ein Verwaltungssitz eines Meiers aus. Eines Hausmeiers. Es ist ein klassisches Fachwerkhaus, also im Fachwerkstil erbaut. Zweistöckig und in L-Form. Die Bäume reichen dicht an den Mauern heran. Die Wände und das Dach überzieht ein grünlicher und brauner Belag, wahrscheinlich Moose und Flechten. Einige Dachschindeln liegen am Waldboden und es sind mehrere Löcher am Dach auszumachen. Am ersten Stock sind manche Fensterläden los oder fehlen gar. Im Erdgeschoss sind alle Fenster mit Läden geschlossen. Es vermittelt den Eindruck, als hause hier schon lange niemand mehr. Wäre da nicht etwas wärmendes Licht, das durch die Fenster im Erdgeschoss dringt? Ein Hexenhaus habe ich mir anders vorgestellt. Ich weise Selima an, sich hinter einem Gebüsch zu verstecken, solange ich unterwegs bin. Wir beurteilen erstmal die Lage. Das Haus sieht von allen Seiten gleich schäbig und verlassen aus. Aus einem großen Zimmer im Erdgeschoss, das beleuchtet ist, sieht alles unbewohnt aus. Es gibt eine Hintertür auf der anderen Seite, verschlossen und vor kurzem verstärkt. Hinter dem Haus schließt sich ein großer Hof an, auf dessen anderer Seite ein Geräteschuppen steht. Von beiden hat sich die Pflanzenwelt einen großen Anteil zurückerobert. Schauen wir mal in den Geräteschuppen. Der Schuppen sieht aus, als könne er jeden Moment zusammenfallen. Vorsichtig öffne ich die Tür. Daraufhin fliehen viele kleine Nager quiekend durch die löckrigen Wände. Allerlei Gerätschaften sind hier verstaut. Sämtliche im guten, im schlechten Zustand. Verrostet, vermodert. Werkzeugkoffer. Eine Holzkiste. Unter anderem ein Schraubenzieher und ein kleines Stemmeisen.
Wollen wir durchs Fenster im ersten Stock? Oder nochmal zur Hintertür? Gerade als ich mich zum Haus umdrehe, leuchtet ein blendend blauer Blitz aus dem Zimmer auf. Hier geht irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu. So, wir schauen erst gar nicht durchs Fenster, sondern steigen sofort ein. Oder gehen wir zur Hintertür? Die Tür sieht massiv aus, aber glücklicherweise habe ich ja Werkzeug dabei. Mit dem Schraubenzieher kann ich das Schloss öffnen und mit dem Stemmeisen letztlich das Schloss aus der Tür hebeln. Nun klafft dort ein großes Loch und ich kann die Tür beiseite ziehen. Ich schreite den Flur im Erdgeschoss ab. Dutzende Türen gehen davon ab. Doch die Zeit, um die Zimmer zu durchsuchen, habe ich im Moment nicht. Fredo braucht schnell meine Hilfe. So strebe ich der Tür entgegen, dessen Spalt hell erleuchtet ist. Wir hören etwas. Hinter der Tür singt eine Frau mit krächzender Stimme ein seltsam missklingendes Lied. Der ewige Wunsch des Weibes klar, Schönheit, Jugend immer da, Gleichgewicht ist Schlüsselwort. Nimm dir einen Jüngling fort und suche einen ruhigen Ort. Im Grund soll kein vergorene Glätzen, aber Roggen, Milch einbringen, Fett vom Schweine untersetzen, der Flatschen aus dem Hexentutzen, 13 Ding aus ihm Ring. Zuerst das Aug aus ihm drücken, vom Strunk die Zähle nutzen, zu zweit im Blut vom Herzen und Arm den Lebenssaft in großen Schlücken. Zu dritt soll von selbst es entzücken, Furcht, Schweiß, salzig, kalt und warm. Zu viert der gelben Seich und Hahn mit weißem mag's noch mehr gelingen. Zu fünft mich ich lebend sam. Ja, Sam, vom Hoden oder geilem Stamm. Sechs, sieben, achte bringen, Haut, Haare, Horne pflücken. Zu neune Schmalze aus dem Ohre dringen, gelb und wachsig soll es dingen. Zehntens, nimm vom Seiber etwas, küss es raus oder lass ihn spucken. Elften, sorg für einen Ablass, kacke, dunkel, hart und trocken. Zu zwölft, schnotter aus der Nase, am besten weißes vom Rande zwingen. Dreizehn, gering ist stutzend, Eiter aus der Wunde locken. Menge alles bis zum Brocken, willentlich musst du erschlingen. Und bald wirst du jugend singen. Jo, dann... Überraschung. Also jetzt können wir nur Überraschung. Ich ziehe meine Waffe, atme noch einmal tief durch und schlage die Tür beiseite. Ich erblicke eine Szenerie wie aus einem düsteren Märchen. An den Wänden und auf den Tischen und sind unzählige Büschel von Kräutern, getrocknete Früchte, Vogelkrallen, Flügel, Schweineschwarten und andere Körperteile von Tieren, Flaschen, Beutel und Töpfe unterschiedlichster Größe und Form in Schränken, Regalen und an Seilen an der Decke. Auf einem großen Tisch liegt der nackte Fredo, gefesselt und geknebelt, anscheinend bewusstlos. Ich erkenne einige Wunden an seinem Körper. Eine Frau in dunklem Gewändern steht an einem Tisch und schlingt gerade etwas herunter. Aber vor der Eingangstür ist noch eine weitere Person. Es ist Selema. Sie hält einen Stab angriffsbereit in der Hand und wartet darauf, dass jemand durch die Vordertüre kommt. Selema? Moment. Wie bitte? Ich soll doch im Gebüsch warten. Jetzt kann ich auch in ihr Gesicht blicken. Die Hexe ist definitiv dieselbe Person, die mich vor kurzem überfallen hat. Noch nun sieht sie viel älter, viel hässlicher aus. Warzen und ihre große Hakennase versuchen sich an Aufmerksamkeit in ihrem Gesicht zu übertrumpfen. Ihr Ohrläppchen, sie sind erstaunlich lang, ihre langen Haare sind ergraut. Ihre Statur ist schmaler und kleiner geworden. Die Alte kann gerade noch einen Stab an ihrer Seite heranziehen, als ich auf sie einschlage. Mit einem Wuchtschlag. Mit, oh, keine Ahnung, vier. Angriff misslungen. Das ist schlecht, ne? Parade plus 4.
gelungen. Attacke plus 2, machen wir nur Wuchtschlag plus 2 vielleicht. Angriff gelungen. Aber Parade auch gelungen. Super. Das könnte länger dauern. Parade gelungen. So, weiter geht's. Angriff gelungen. Parade gelungen. Wollen wir eine Finte machen? So, Finte. Auf geht's. Parade plus 2 gelungen. Angriff gelungen. Parade misslungen. Mist. 22 Lebenspunkte. Verdammt. Ja, vielleicht doch nochmal diesen Wuchtschlag. Mann, plus 3, oder? Parade. Trefferpunkte. Sehr schön. So, wie viel hast du denn überhaupt? 9 Trefferpunkte. Okay. So lassen wir es jetzt. Ein Schadenspunkt. Aber geht noch. Ist in Ordnung. Ja, jetzt. Jetzt wird es langsam. Noch 6 Trefferpunkte. Jetzt langsam wird's was. So, weiter geht's. Angriff misslungen. Mist. Angriff misslungen. Juhu. Angriff gelungen. Parade gelungen. Mist. Attacke. Okay, Angriff misslungen schon wieder. Angriff misslungen. Sehr schön. Angriff schon wieder misslungen. Aber hier auch beim Gegner. Alles. Angriff gelungen. Parade misslungen. Und zack. 7 Trefferpunkte habe ich verteilt. Wie viel hast denn du, Gegner? Woher weiß ich denn, wie viel du... Achso. Na gut. Aber er wird schon weniger. So, weiter geht's. Parade gelungen, ist super. Und weiter geht's. Angriff misslungen, Angriff gelungen. Aber unsere Parade ist gelungen. Okay. Angriff gelungen. Plus 3. Zack. War's das? Der Ex ist tot. Na, ist doch immerhin was. Zorn in Brand stürmt Selema auf mich zu und greift mich mit ihrem Kampfstab an. Also ist Selema dann doch auch eine Böse. Die Tochter wahrscheinlich von der Hexe, ne? So, wir haben noch 21 Leben. Ich finde, das mit dem Wuchtschlag und plus 3 war super. Das machen wir so weiter. Oder auch nicht. Oh Gott. Oh. Die ist besser. Wir haben 14 Leben. Wir probieren trotzdem nochmal weiter. Misslungen. Verdammt. Das ist schlecht hier. Ich gehe mal auf 2 Runde. Angriff misslungen schon wieder. Wollen wir jetzt mal eine Finte machen? Wollen wir trotzdem mal hier rein mit Finte? Angriff gelungen. Parade misslungen. Hier kommen wir mit der Finte besser zurecht. Wir machen mal noch eine weiter. Okay. Gelungen? Parade gelungen, Mist. Parade misslungen. Wie viel haben wir denn? 9. Haben wir einen Heiltrank? Nee, natürlich nicht. Parade misslungen. Okay. 5 Trefferpunkte. Selema räuspert sich. Moment, da müssen wir schauen. Selema spuckt mir plötzlich einen unnatürlich grün aussehenden Auswurf entgegen. Wir sollten eine Ausweichprobe machen. Na los. Gelungen. Oh, da haben wir Glück gehabt. Haben wir da Glück gehabt. Glücklich kann ich mit einer schnellen Kopfbewegung diesem ekelhaften Rotz ausweichen, sodass er an meinem Ohr vorbeifliegt und zischend auf dem Boden landet. So, wir bleiben bei Finter. Und weiter geht's. Die ergibt sich. Nee, wir geben es nicht. Wir geben es auf keinen Fall. Zack. 7 Trefferpunkte. Ja, auf der anderen Seite. Was? Mit Wut im Bauch greife ich dieses Mischstück wieder an. Misslungen. Schlecht. Angriff gelungen. Parade gelungen. Juhu. Parade gelungen. Mist. Nein. Das sind jede Menge Schadenspunkte. Angriff misslungen. Angriff gelungen. Oh Gott, wir sind tot. Ich bin kampfunfähig. Mist. Sie kommt auf mich zu und ritzt mit ihren langen Fingernageln eine kleine Wunde in meine Haut. Zeit für ein Nickerchen, spricht sie unpassend sanft. Ein brennender Schmerz durchzieht sofort meinen Arm. Moment später verliere ich das Bewusstsein. Ich erwache auf einem Tisch.
im mir wohlbekannten Zimmer, bin gefesselt und geknebelt und nackt. Neben mir liegt Frido in der gleichen Situation, weiterhin bewusstlos. Selema kommt auf mich zu, quick, lebendig, fröhlich, streichelt meine Wange und schaut mich geradezu liebevoll an. Wir werden noch viel Spaß miteinander haben. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Was könnte das bedeuten? Die Schlange der Hexe kriecht an meinem Körper entlang und zischelt unentwegt. Na, werde ich nun geopfert? Ja. What? Ja, das wärst du wohl. Antwortet mir die Schlange. Die Schlange? Sie spricht im sauberen Garete zu mir, ohne den Mund geöffnet zu haben. Jetzt fällt mir auf, dass die Halskette der Novizin, die ich angelegt habe, ein kaltes blaues Licht ausstrahlt. Die Schlange kriecht unter die Kette, mein Hals hinauf und schaut mir direkt in die Augen. Du bist ein Erkannter. Die Allwissende schaut auf dich. Es kann nicht sein, dich so zu verbrauchen. Kannst du mir helfen? Erfasse ich als Gedanken in meinem Kopf. Sicher? Sicher, das werde ich, entgegnet die Schlange. Ich vermeine, einen Kopfnicken erkannt zu haben. Daraufhin schlängelt sie zu ihrer Hexe und scheint mit ihr im Zwiegespräch zu liegen. Die Hexe nickt verständnisvoll. Was ist es jetzt, die kleine Hexe? Ich denke, die ist tot. Oder die große Hexe. Danach kommt sie zu mir, zieht unsanft meine Lider hoch und schaut mir dabei tief in die Augen. Dabei leuchten sie tiefrot auf. Plötzlich spüre ich einen stechenden Schmerz in meinem Bein. Anschließend umgibt mich Umnachtung. Kurze Zeit später wache ich im Wald nahe unseres Lagers. Frido liegt neben mir. Ich nehme Frido Huckepack und finde nach einiger Mühe durch die Dunkelheit zu unserem Schlafplatz zurück. Ich pflege Frido notdürftig, ziehe ihn an und lege mich vollkommen erschöpft schlafen. Am nächsten Morgen gelingt es mir, Frido zu wecken. Nachdem ich ihm von den Vorkommnissen erzählt habe, brechen die Tränen aus seinem verbliebenen Auge. Doch nach einiger Zeit meines Trostes fasst er sich wieder. Er hat sonst keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen. So beschließen wir, unsere Reise fortzusetzen, denn ein Jungbrunnen könnte vielleicht auch sein Auge wiederbringen, wer weiß. So, könnte sein. Nach den Ereignissen der letzten Nacht gehen wir den Marsch gemächlich an. Wir machen viele Pausen und da wir einige Hügel überqueren müssen, kommen wir vor der Abenddämmerung nicht an unser neues Ziel. Wir bereiten ein Lager am Ufer des Bosquir. Dabei fällt mir auf, dass Frido all das sehr mitzunehmen scheint. Seine wenigen Falten sind tiefer geworden, Augenringe zeichnen sich ab. Es ist wohl besser, nicht allzu früh aufzustehen. Wir teilen unsere Nachtwache ein und legen uns schlafen. Mit ungemütlichen Gedanken schlafen wir tief und fest ein. Vor Sonnenaufgang weckt mich Frido, sodass er sich hinlegen kann. Bis zum späten Morgen geschieht absolut nichts. Als ich Frido wecke und er sein Gesicht mir zuwendet, erschrecke ich. Frido hat nun deutliche Anzeichen fortschreitenden Alters. Das Gesicht hat nun deutlich mehr Falten, seine Haare sind ergraut. Ich erkenne Altersflecke auf seinen Händen. Wüsste ich es nicht besser, würde ich ihn auf 50 Götterläufe schätzen. Als Frido sich selbst in der Wasseroberfläche sieht, wirkt er apathisch. Lange Zeit sprechen wir kein Wort. Dann bricht er das Schweigen. Es muss das alte Weib gewesen sein, die mir einen Fluch angehext hat. Es muss mein Schicksal sein, dass ich im hohen Alter den Jungbrunnen erreichen werde. Es ist die einzige Möglichkeit, noch um mein Leben zu retten. Wir müssen uns beeilen. Ich habe wohl nicht mehr viel Zeit. Haben wir uns auch gestern noch viel Zeit gelassen, marschieren wir nun umso eiliger, soweit es geht, bei seinem geschwächten Zustand, denn er wird älter und älter. Frido. Als wir endlich einige seltsame Hügel entdecken, die Frido als die Echsenruinen erwägt, wirkt er schon wie ein Mann kurz vor der Agonie. Er ist deutlich kleiner geworden und läuft gebückt. Ohne einen Wanderstab und eine Stützhilfe könnte er gar nicht mehr gehen. Die Haut ist immer mehr verschrumpelt, sein Auge wird langsam trüb. Nun sollte ich mich schleunigst auf der Suche nach den Jungbrunnen begeben. Der Platz wird begrenzt durch die Ausläufer des Raschtulwalds im Osten, ein Waldrand im Norden, ein See im Süden und die Schneise durch den Wald im Westen, durch die wir gekommen sind. Auf dem Platz erblicke ich ein Dutzend Erhebungen aus dem unbekannten Material. Gutachte mal den Hügel. Ich
betrachte einen der Haufen genauer. Er ist annähernd kreisrund, im Durchmesser 3 Schritt und etwa 2 Schritt hoch. Unter einer dicken Mooschicht erkenne ich das braune, panzerartige Material, aus der die Schrifttafel auch ist. Es ist ein Gebilde, das wohl eine Art Haus darstellt. Eine Seite weist einen Eingang auf. Ja, dann schauen wir mal rein. Wir erleuchten das Innere und dann blicken wir auf eine knurrende Koramsbestie. Supi. Tierkunde haben wir auch so viel. Ja, dann. Ja, wir fliehen. In Panik. Ich bewege mich langsam rückwärts. Ganz behutsam setze ich einen Schritt nach dem anderen zurück. Die Bestie knurrt mich weiterhin an, bewegt sich ebenfalls ein paar Schritte nach vorne. Doch dann bleibt sie stehen. Ich bringe einen größeren Abstand zwischen uns und letztlich verkriecht sich das Tier wieder in der Hütte. An der Stelle komme ich nicht mehr weiter, ne? Gut. Ich nehme ein Dutzend anderer Häuser unter die Lupe. Einige haben in ihrer Außenhaut fremdartige Symbole eingeritzt, die ich aber nicht deuten kann. Aber eine Gravur scheint eine Karte der Umgebung zu sein. Deutlich erkennt man die Position der einzelnen Häuser, eine Abgrenzung zum Gebirge und einen perfekten Kreis im Süden. Es könnte eine Darstellung des Sees sein. Merkwürdig ist daran, dass der erstens einen perfekten Kreis bildet und zweitens, dass darin ein Symbol graviert ist, das wir schon auf der Tafel nicht deuten konnten. Wald hat es damals wohl nicht gegeben. Jedenfalls zeigt die Karte keine Bäume. Ich höre Stimmen, gar nicht weit von mir entfernt. Als ich nachsehe, erblicke ich eine Gruppe von 3 Menschen, die am Ufer des Sees ihr Gebäck ausgebreitet haben. Der erste ist ein großer, muskelbepackter Mann mit grimmiger Miene und Vollbart. Der zweite ist etwa 50-jährig, graumeliert und ersetzt in Reisekleidung. Die dritte Person ist eindeutig eine Magierin. Vorsichtig schleiche ich ein paar Ruinen weiter und kann nun die Gruppe genauer beobachten. Der ältere Mann scheint etwas wohlhabender zu sein. Die Reisekleidung, sie sieht recht fein aus. Er gibt dem Muskelprotz Anweisungen. Dieser nickt zustimmend. Die Magierin scheint etwa 30 Götterläufe zu zählen. Hops. Der ältere Mann und die Magierin entkleiden sich. Die Frau ist noch sehr ansehnlich. Dann nehmen sie irgendetwas in den Mund und kauen eine ganze Weile. Der Mann gürtet an seinen Oberschenkel einen Dolch. Außerdem schnallt er sich noch eine Tasche um. Die Magierin belässt es bei ihrem Stab, den sie mit einem Gürtelband am Rücken befestigt. Letztlich nimmt jeder einen großen Stein in beide Hände und springt ins Wasser. Der Zurückgelassene setzt sich an einer der Ruinen und schaut gelangweilt um sich. Wir schleichen uns mal an den Mann heran. Möglichst leise. Ach Gott, oh Gott. Schleichen können wir auch nicht. Gerion. Gerion, was kannst du denn überhaupt? Hätte ich mir vielleicht mal aufschreiben können, sollen. Was der alles kann und was er nicht kann. Okay, wir schleichen uns nicht an den Mann heran. Wo ist... Ne, ich will nicht angreifen! Nein! Immerhin gelungen. Ich treffe ihn voll am Schwertarm mit 6 Schadenspunkten. Trotzdem hält er sein Dolch weiter fest im Griff. Oh Gott. Probieren wir wieder mal unseren Wuchtschlag. Angriff gelungen, Parade gelungen. Angriff misslungen, Angriff gelungen, Parade misslungen. Batsch. Oh. Boah, ich bin schon wieder kampfunfähig. Er fesselt mich und zimmert mir dermaßen eine rein, dass mir schwarz vor Augen wird. Als ich wieder zu mir komme, bin ich noch äußerst benommen. Ich bekomme mit, wie mir etwas in den Mund gesteckt wird. Ich kann es nicht anders. Ich muss es runterschlucken. Dann werde ich in den See geworfen und ich bin lange unter Wasser. Ich sehe noch in die Tiefe und dort sehe ich ein merkwürdiges Gewölbe, als ich wieder das Bewusstsein verliere. Allmählich wird mir klar. Oder werde ich wieder klar. Und ich befinde mich unter einer enorm großen Kuppel. Überraschend ist vor allem, dass es sich um einen einzig großen Raum handelt.
ohne abstützende Säulen oder dergleichen. Eine schwach schimmernde, grünliche Schicht von Phosphorpilzen überzieht die gesamte Deckenkonstruktion und hüllt die Halle in ein mattig grünes Licht. Der sonst ebene Boden, der aus demselben mysteriösen, allerdings etwas helleren Material der Schrifttafel besteht, wird nur durch 2 Schritt hohe Trennwände unterbrochen, die direkt aus dem Boden gewachsen scheinen und die Halle in mehrere Bereiche teilen. Sofort fallen mir auch die bemerkenswert vielen Kleintiere auf, Insekten, Spinnen, gar ein kleiner Skorpion, die alle eins gemeinsam haben. Sie sind leuchtend grün. Bei mir stehen der dicke Mann und die Gelehrte, die vor einem etwa 6 Schritt hohen, langgezogenen Kegel stehen, der ebenso aus dem Boden gewachsen wirkt. Auf Augenhöhe ragt ein faustgroßer, weiß leuchtender Edelstein hervor. Der ältere Mann hält den Dolch in der Hand. Die Frau, sie spricht gelassen. Bei einem Jungbrunnen muss es sich nicht um eine Wasserquelle handeln. Es ist nur metaphorisch. Es wundert mich nicht, dass die Echsen sich hier der astralen Matrizen der Mineralien bedienen. Dieser Konus fixiert komplexe Tempusmagie. Ich schlage vor, weitere Analysen mit adäquaten Apparaturen vorzunehmen. Nichts da, entgegnet der Mann mit einer Drohgebärde. Ihr werdet sofort beginnen, sonst wisst ihr, was euch blüht. Mit einem entnervten Seufzer wendet sich die Magierin dem Kristall zu. Langsam streckt sie ihre Hand hervor und berührt den Kristall. Die Säule reagiert sofort. Feine Linien entstehen auf der Oberfläche und stellen unzählige Schriftzeichen dar. Weitere Kristalle in verschiedenen Farben stoßen aus der Säule. Das Ganze sieht nun aus wie eine unglaublich komplizierte, fremdartige Apparatur. Wer sagt sowas? Ach so, der Mann. So, ihr seid also wieder wach. Sehr gut. Ihr müsst Gerion Brandhagen sein. Fridos Freund, oder? Spricht der Mann gespielt freundlich zu mir. Ich bin Theon Burggraf, Kaufmann der schönen Stadt Ragat und Widersacher von Fridos Metzen Herbrunn Berwin. Eigentlich dachte ich, dass ich euch noch mal gebrauchen könnte, aber das hat sich nun erledigt. Während ich bald unsterblich werde, enden eure Leben an dieser Stelle. Kaum hat er das letzte Wort ausgesprochen, schießt er einen Armbrustbolzen direkt auf meinen Hals. Whoopsadei. Ja, -2 ist ja super. Erschwert noch um 8, ne? Toll. Der Bolzen schlägt genau durch meinen Kehlkopf. Ein hässlich dumpfes Knacken erklingt. Ich spüre keinen Schmerz, nur ein warmes Gefühl, das sich vom Hals schnell abwärts bahnt. Als ich nach unten sehe, dann sehe ich, dass ich mit Blut bedeckt bin. Mein Blick, er verschwimmt. Im Hintergrund schreit die Magierin vor Entsetzen auf. Ein heller Flammenstrahl leuchtet in meinem Blickfeld. Einen kurzen Moment später ertönt ein großes Getöse, etwas fällt von der Decke. Danach empfängt mich Boron mit der Dunkelheit. Ein Strömen klingt in meinen Ohren, Golgare Schwingen kommen mir näher. Mein letzter Gedanke, ich bereue nichts. Borons Reich hatte ich mir etwas anders vorgestellt. Überall, scheint es nass zu sein, Wassermassen zerren an mir. Vielleicht das Seelenfluss. Doch als ich die Augen aufschlage, erkenne ich, dass ich noch unter den Lebenden weile. Die Magierin hält mich fest am Arm, während sie Magie auf meinen Hals wirkt. Offensichtlich ein Heilzauber, und ich fühle mich besser als je zuvor. Ich wollte den Kaufmann töten, doch hat sein antimagisches Amulett meinen Flammenstrahl zur Decke gelenkt. Die Götter selbst haben wohl den Steinbrunnen geführt, der daraufhin aus der Decke brach und den Kaufmann unter sich begrub. Eine kurze Analyse der Situation drängt sich mir auf, dass man hier nicht allzu lange verweilen sollte. Aus dem Loch in der Decke strömt mit ungeheurem Druck Wasser in das Gewölbe und es bildet sich bereits weitere Risse. Das Wasser steigt merklich. Die Magierin eilt zu der Säule. Na, was ist? Links oder rechts? Sie schaut mich fragend an. Ich schaue etwas verwirrt den Kegel an. Der zentrale Punkt ist ein etwa faustgroßer, durchsichtiger Edelstein, der in allen Farben glitzert. Um ihn herum sind einige Edelsteine in allen Spektralfarben angeordnet. Dazu ist die gesamte Oberfläche mit Schriftzeichen belegt. Die meisten Zeichen kommen mir zwar bekannt vor, aber auf den ersten Blick scheinen sie keinen sinnvollen Text zu ergeben. Es ist die letzte Gelegenheit, den Jungbrunnen auszuprobieren. Also, was? Soll ich den Stein jetzt nach links oder rechts drehen?
präzisiert sie ihre Frage. Links neben dem Juwel steht eine schwarze Glyphe, die sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft symbolisiert. Auf der rechten Seite befindet sich die gleiche Glyphe, allerdings in Weiß. Nur gut, dass es hier kein Zeitlimit gibt, ne? Ja, es ist schwierig. Vergangenheit und Zukunft. Allerdings in Weiß. Was soll das bedeuten? Wir könnten natürlich auch einfach so weggehen, ne? Nee, wir gehen nicht einfach so weg. Ich will jetzt wissen, was da passiert. So, wir drehen jetzt nach Weiß. Wir drehen nach Weiß, Mirkol. Rechts? Ja, rechts. Nee, halt, ich müsste erst sagen. Rechts! Okay, na gut. Die Magierin dreht den Stein. Der Lichtkegel am oberen Ende der Säule richtet sich auf. Ein kurzer Lichtstoß lässt mich kurz den Kopf beiseite drehen. Als ich wieder hinschaue, ist der Lichtkegel mit der Magisterin verschwunden. Ups. Das Wasser steigt weiter, hat bereits meine Hüfte erreicht. Was will ich machen? Ich könnte den Stein jetzt aus der Fassung ziehen, aber was sollte das bringen, ne? Komm, wir drehen nochmal nach rechts. Gleißendes Licht umgibt mich. Ich erspüre eisige Kälte, die vom Kopf bis zu den Füßen wandert. Danach tritt Taubheit in meine Glieder. Doch nach wenigen Momenten ist das Licht verschwunden. Ich befinde mich auf einer Plattform, meine Hand immer noch auf dem Kristall, der auf einer schrittgroßen Säule verankert ist. Um diesen Platz ragen mehrere schrittgroße Monolithen. Die Magierin ist nicht bei mir. Dann bemerke ich, dass ich mich weit über dem Erdboden befinde. Die Plattform ist nämlich der Kopf einer Statue. Die Monolithen, ihre Hörner, sind genau 13. Die Statue steht wiederum auf einem ausgedehnten Platz, das Zentrum einer großen modernen Stadt. Noch erstaunlicher ist, dass ich den Ort wiedererkenne. Es ist der Platz des Schweigens in Punin. Zu einer Seite zeigt sich der beeindruckende schwarze Boron-Tempel im vielsäuligen, güldenländischen Tempelstil. Auf der gegenüberliegenden Seite liegt der in Regenbogenfarben schimmernde Tsa-Tempel. Ach nee, Tsa war doch immer der, der Leben gegeben hat, ne? Im ptolemitischen Stil. Doch diese gigantische Statue, auf der ich stehe, ist mir nie aufgefallen. Nun ja, hier stimmt einiges nicht, denn statt Menschen bevölkern den Platz unter mir gerade fremdartige Wesen. Menschengroße, schwarzhäutige Echsen mit gelben, teilweise unterbrochenen Längsstreifen. Sie haben einen gedrungenen, menschlichen Körper, einen dicken Schwanz, der bis zum Boden reicht, und einen breiten Kopf. Alles in allem erinnern die Gestalten an einen Feuersalamander. Ein Einwohner scheint mich bemerkt zu haben, denn nach und nach schauen immer mehr dieser Echsen zu mir hinauf, reden unverständliche Worte zueinander. Nach einer Weile öffnet sich eine Luke auf der Plattform, aus der drei dieser Wesen hinaufsteigen. Sie sind schwer bewaffnet mit goldenen Schwertern, die wie eine Verlängerung ihrer Arme an der Elle festgebunden sind. Sie stehen nun vor mir, reden mit zischenden Lauten aufeinander ein. Ich verstehe kein Wort von dem, was sie sagen, doch ist ersichtlich, sie sind aufgeregt und nervös. So, wir warten mal ab. Nach kurzer Zeit kommt eine imposante Erscheinung auf mich zu. Ein Salamander, der mindestens einen Kopf größer ist als die anderen. Ebenso ist er schlanker, hat tiefrote Streifen anstelle der gelben und besitzt Auswüchse am Kopf, die tatsächlich einer Krone ähneln. Er zischelt beunruhigend auf seine Leute ein und spricht mich mit einer Sprache an, die dem Rja sehr ähnlich erscheint. Verwandt ja, aber ich bin leider etwas ratlos. »Ich hoffe, du verstehst mich jetzt«, ertönt es, dröhnt direkt in meinem Kopf. »Du beherrschst die exische Zunge. Das ist gut. Ich werde dir helfen, die Sprache unseres Volkes zu erlernen.« Mit einer kreisförmigen Geste lässt er unfassbar viele Gedanken und Töne durch meinen Kopf rasen. Bereits nach wenigen Minuten hat der Spuk ein Ende und das Wesen öffnet seinen Mund und spricht in einer mir plötzlich vertrauten Echsensprache. »Ich bin Testa, Erzwissensbewahrer des Kass-Imperiums.
Ich wusste, dass dieser Tag einmal kommen wird, da Besucher aus der Vergangenheit erscheinen werden. Doch ich hätte nicht gedacht, dass du es sein wirst, Gerion. Moment, er kennt meinen Namen? Ha, du wirst es bald verstehen. Er nimmt den Kristall vom Sockel und führt mich ins Innere des Satina-Tempels, wie er mir erklärt. Durch etliche dunkle Gänge aus schwarzem Stein gefertigt, nur beleuchtet durch horizontal verlaufende Linien aus giftgrünem Licht, erreichen wir eine große Halle. Sie ist umrahmt von riesigen Statuen, Nischen und Kurven, von dem ich aber nichts Genaues weiß und es auch nicht erkennen kann, da sie ebenfalls aus schwarzem Gestein bestehen. Die Halle ist von einem flachen Wasserbecken erfüllt. Über einen kleinen Steg erreichen wir die Plattform in der Mitte. Dort legen wir uns auf angenehm warme, mannsgroße Steine. Legen? Echt? Wer ist der? Zeda. Zeda stellt den Kristall auf einen gleichartigen Sockel und hält dann einen langen Vortrag über die Geschichte der Stadt Katz. Einst ein Sklavenvolk der großen Echsen haben sie sich vom Joch befreit im Glauben an den einzig wahren Gott Satinav. Nach seiner Anleitung bauten sie einen Zeitentempel, der das einzige Lebensziel dieses Volkes. Er vermag Reisen in die Vergangenheit wie in die Zukunft zu schicken. Da entschieden sie sich, ihrer Bestimmung zu folgen. Die Zerkas wollten einen Zyklus in die Zukunft reisen, doch etwas ging schief. In der Zukunft kam nur die Hälfte des Volkes an. Ich und alle anderen Bewohner des Imperiums sind Nachfahren dieser Reisenden. Doch was mit den anderen passiert ist, das weiß nur der Unergründliche. Da vermutet er daher, dass die anderen Echsen in eine ferne Zukunft geschickt wurden und irgendwann hier auf dem Tempeldach erscheinen werden. Wir kennen dich alle sehr gut, denn du hast uns viel gelehrt. Er steht auf, geht zum Sockel und murmelt einige Worte. Der Kristall beginnt zu leuchten, sendet einen hellen Lichtstrahl aus, der im Raum stehen bleibt. Als ich meine Augen in der vorher dunklen Halle an die Helligkeit gewöhnen, erkenne ich etwas Erstaunliches. Ich selbst stehe halbdurchsichtig mitten im Raum, erzeugt von diesem Lichtstrahl. Und mein Abbild schaut erst erstaunt, dann blickt er sich selbst an, dann geht ein Schmunzeln über die Lippen. Mein Abbild räuspert sich und spricht: Ich bin Gerion. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, die Gegenwart zu erhalten. Und ich spreche an die Zukunft. Ungeheures Wissen wird euch zuteil. Wenn wir unsere Arbeit vollendet haben, könnt ihr eure beginnen. Nutzt diesen Kristall. Werdet durch ihn wissender, weiser, fortschrittlicher. Bei Hesindes Willen und Satinavs Geduld. Dann bricht das Abbild zusammen und die Halle ist wieder dunkel. Wie ist denn sowas möglich? Es ist eine Projektion aus dem Kristall. In ferner Vergangenheit hast du dafür gesorgt, spricht Zeda. Du hast dich nun etwa einen Zyklus in die Zukunft begeben. Doch wirst du bald wieder in deiner Gegenwart sein. Später wirst du dann alles verstehen. Ja. Ja. Ja, wir dachten, dass wir in dem Zeitentempel einen Jungbrunnen finden. Jung zu bleiben ist ein verständlicher Wunsch. Doch allein Satinav bestimmt die Dauer, die wir verweilen. Wir können nur entscheiden, wann. Ich habe einen Freund, der im Sterben liegt. Das ist das Wichtigste. Ich erkläre dem Wissensbewahrer die Situation über Frido. Dieser nickt verständnisvoll. Als ich ihn frage, ob man vielleicht zur rechten Zeit zurückkehren könnte, um den Vorfall zu verhindern, entgegnet er: Was geschehen wird, ist geschehen. Vergangenheit und Zukunft, sie sind festgefroren. Du könntest es versuchen, doch du würdest scheitern. Seine Worte klingen endgültig, dass ich keinen Zweifel am Wahrheitsgehalt habe. Zeta weist eine Echse an, etwas zu holen. Kurze Zeit später überreicht er mir eine schwarze Kugel aus lehmartigem Material. Deinem Freund ist nicht zu helfen. Doch diese Drachenkotkugel sorgt für schnelle Heilung und wird ihm noch wenige Momente klaren Verstandes geben. Seine Schmerzen werden verschwinden.
Da ist noch ein Reisender übrigens, die den Stein ebenfalls nach rechts gedreht hat. Ihr habt das Gleiche erfahren wie unser Volk. Die Hälften wurden getrennt. Ich kann nur vermuten, dass sie wie unsere Vermissten in eine entfernte Zukunft gereist ist. Ich versichere dir, sollten wir sie später finden, so werden wir sie zurückschicken. Du wirst sie dann wiedersehen. Und wie und wann komme ich dann in meine Zeit zurück? Seitdem der Zeitentempel zerstört ist, haben wir keine Möglichkeit mehr zu einer Zeitreise. Jedoch haben wir herausgefunden, wie man mit Hilfe des Kristalls Besucher in ihre Zeit zurückschicken kann. Das muss binnen eines Tages geschehen. Daher wird deine Rückreise bald beginnen. Aha. Ja, den Zyklus brauchen wir jetzt nicht nachzufragen. Ich habe viele Fragen, aber der wird mir nichts sagen. Das kann ich gut verstehen. Doch können wir dir keinen Einblick in Zukünftiges gewähren. Was geschehen wird, ist geschehen. Du kannst es eh nicht ändern. Doch wenn du um die Dinge weißt, wirst du es vielleicht versuchen. Daran kannst du zerbrechen. Ich muss doch den Zyklus... Der Zyklus ist die von Satinavs gegebene Zeiteinheit. Sie bezeichnet die Dauer, die Satinavs-Stern braucht, um einmal über den Kontinent zu schauen. Also die Dauer vom tiefsten zum höchsten Punkt, und zwar vom ewigen Stern aus gesehen. Da sich die Position der Sterne seit einer Zeit leicht verschoben haben, kann ich dir nicht genau sagen, wann du dich nun befindest, aber es sind nach eurer Zeitrechnung mehrere tausend Jahre. Ja dann, auf, zurück, bitteschön. Die Echsen bereiten die Reise zu meiner Gegenwart vor. Zitta gibt noch einige letzte Anweisungen. Wenn du wieder zurück bist, nimm den Stein aus der Fassung. Begib dich zu deinen Freunden des Wissens. Begib dich zu Freunden des Wissens. Das Licht wird dir helfen. Bevor ich nachfragen kann, was das wieder bedeutet, wird der Kristall aktiviert, Umgebung verschwimmt. Schlagartig befinde ich mich wieder in der Gegenwart. Immer noch schießt ein Sturzbach aus der Decke und das Wasser steht mir schon bis zum Bauch. Leider ist die Magierin nirgends zu sehen. Was hat sie da gesagt? Der Stein aus der Fassung. Na dann. Mit einem Ruck ziehe ich den Edelstein aus der Fassung. Nun soll ich mich beeilen. Als ich an die Stelle angelangt bin, an der ich in die Halle kam, tauche ich bereits im brusthohen Wasser unten durch, das Eingangsloch, ne? Wie Ewigkeiten erscheint es mir, als ich zur Oberfläche oder an die Oberfläche auftauche und erst einmal mit einem tiefen Zug frische Luft einatme. In der Mitte des Sees sprudeln weiterhin große Luftblasen an der Oberfläche. Als ich an das Ufer schwimme, schießt eine mehrere Schritt hohe Fontäne in die Höhe. Das Wasser prasselt auf mich nieder. Dann herrscht Stille. Ich eile zu Frido, der immer noch dort liegt, wo ich ihn abgesetzt habe. Er wirkt fast nun wie ein Kobold, ein kleiner, ausgemergelter Körper mit Ledern, dunkler Haut und einem scheinbar zu großen Kopf. Sein runzliches Gesicht ist vor Schmerz erfüllt, seine Augen zugekniffen, nicht mehr ansprechbar. Ich ziehe die schwarze Kugel aus meiner Tasche. Will ich sie ihm wirklich geben, in der Hoffnung, dass er noch einmal zu sich kommt, oder spare ich die Kugel auf etwas wirklich Bedrohlichen? Nee, ich gebe ihm die Kugel. Ich will mich noch würdig von ihm verabschieden. Ich stecke ihm die Kugel in den Mund und flöße ihm etwas Wasser ein. Ein Augenblick später entspannen sich seine Gesichtszüge. Er hebt die Lider und schaut mich aus klaren Augen an. Du hast mich geheilt, stimmt's? Mit Tränen in den Augen erzähle ich ihm die traurige Wahrheit. Den Jungbrunnen, den gibt es nicht. Es besteht keine Hoffnung mehr für dich. Du wirst sterben, mein Freund. Er wirkt natürlich enttäuscht, aber dennoch gefasst. Es wäre auch zu schön gewesen. Dann soll es so sein. Tu mir bitte einen letzten Gefallen. Bring meinen Körper zurück nach Bunin in den Boron-Tempel und sag meiner Tochter Talia Bescheid. Sie lebt bei ihrer Mutter Shalissa. Er beschreibt mir die Adresse. Ebenso soll ich Shalissa einen Ring geben, der sich im doppelten Boden einer Schublade auf seinem Schreibtisch befindet. Geryon, ich danke dir vielmals. Leb wohl, mein Freund. Mit diesen Worten schließt er die Augen und öffnet sie nie wieder.
Unbedarft zimmere ich eine Bahre aus Ästen zusammen, um Friede zu transportieren. Es geht wieder Richtung Punin. Auf dem Weg denke ich über das Erlebte nach. Es ist schon seltsam, das sucht er nach einem Jungbrunnen und stirbt vor dem Ziel an Altersschwäche. Und trotz Zeitreise konnte ich sein Leben nicht retten. Die Ohnmacht des Menschen ist oft ernüchternd. Plötzlich steht dieser Kleiderschrank von Mann hinter mir. »Wer bist du? Und was ist mit den anderen passiert?« Ich erkläre ihm, wer ich bin und was passiert ist. »Es tut mir leid um deinen Freund«, antwortet er mit ehrlicher Betroffenheit. »Aber diesen Burggraf konnte ich sowieso nicht leiden. Nun schade, dass ich meinen Lohn wohl nicht mehr bekomme. Aleko, das ist mein Name, schlägt dir vor, mit ihm nach Punin zu reisen. In dieser Wildnis könnte es schließlich gefährlich werden.« »Jo, komm her, du hast mich auch ins Wasser geschmissen mit irgendwie und nicht gleich umgebracht, obwohl ich dich ja angegriffen habe. Das war doch der, oder?« »Zwei Tage dauert es, bis wir die erste Gaststätte erreichen. Bis dahin konnte ich Aleko gut kennenlernen. Er hält sich mit Gelegenheitsarbeit über Wasser, wobei das meiste mindestens halblegal ist. Aber im Grunde ist er ein guter Kerl, der einen gewissen Gerechtigkeitssinn zu haben scheint. In der Gaststätte finden wir glücklicherweise einen Kutscher, der bereit ist, uns mitzunehmen. Auf Frido nimmt er mit, nachdem ich ihn überzeugt habe, dass es ein Dienst an Borun ist. 4 Tage später in Punin angekommen, bringen wir den Leichnam zum Borun-Tempel. Der Geweihte wird alles Nötige veranlassen. Aleko verabschiedet sich von mir. Wenn ich noch Lust auf ein Karten- oder Würfelspiel oder starke Bekleidung habe, dann brauche ich ihn nur zu besuchen im Roten Becher. Aber wir gehen erstmal zu Fredos Heim. Ich komme wieder zu Fredos Wohnung. Das Zimmer ist immer noch so durchwühlt, wie wir es verlassen haben. Die 2 Teetassen, aus denen wir vor Tagen getrunken haben, stehen noch gebraucht auf dem Arbeitstisch. Da erblicke ich die Schublade, die Fredo gemeint haben muss. Ich öffne sie und vor mir liegt der doppelte Boden. »Wie«, sagte Fredo, »du musst den Nippel durch die Lösche ziehen und mit der kleinen Kurbel...« »Okay, geschafft.« Mike Krüger, ne? Wer ihn noch kennt. Der Boden öffnet sich und zum Vorschein kommt ein Ring und ein Zettel. In meinen Händen halte ich einen einfachen, zierlosen Silberring sowie ein Zettel. Drauf stehen seltsame Dinge. »Vex turquis ignore ibn«, kapiere ich nicht. Ich verliere das Interesse an dem Zettel und lege ihn zurück und schließe die Schublade. Nun kommt die schwerste Aufgabe meiner Reise. Ich gehe zu dem Haus, in dem Fredos Tochter wohnt. Nach dem Klopfen öffnete ein etwa 6-jähriges Mädchen die Tür. Talia hat schwarze, lange Haare, einen dunklen Teint, dunkelbraune Augen und ein keckes Gesicht. Sie lächelt mich freudestrahlend an. Guten Tag, spricht sie mit kräftiger, hoher Stimme. Bevor ich etwas erwidern kann, kommt auch schon die Mutter und zieht das Kind von der Tür weg. Sie murmelt einige unverständliche Worte dem Kind entgegen, doch offensichtlich war es eine Mahnung, die die Kleine nur allzu oft ignoriert. Nun steht Shalissa vor mir, eine erwachsene Kopie der Tochter, vielleicht 23 Jahre alt, und fragt nach meinem Begehr. Nachdem ich angedeutet habe, dass etwas mit Fredo geschehen ist, werde ich hereingebeten und ich finde mich wieder in einer gemütlichen Wohnstube, wo mir ein Tee angeboten wird. Die schlimme Nachricht von Fredos Tod nimmt sie zuerst gefasst auf. Schließlich war sie nicht lange mit ihm zusammen und es ist auch schon eine Weile her. Doch ihrer Tochter wird es das Herz brechen. Dessen ist sich Shalissa sicher. Sie hatten einen guten Kontakt zueinander und er hat sie immer fürsorglich und gut behandelt, auch wenn er sie nicht oft sehen durfte. Als ich Shalissa den Ring überreiche, werden ihre Augen doch sehr glasig. Mit zittriger Stimme erzählt sie von ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Vor gut 6 Jahren, sie war gerade 16 und er 17, verliebten sie sich und trafen sich, ohne dass ihre Eltern davon erfuhren. Doch schon bald wurde sie schwanger und ihre Eltern mussten von Fredo erfahren. Dieser gestand, dass er sie liebte und machte ihr einen Heiratsantrag. Aus der Tasche zog er diesen einfachen Ring und wollte ihn ihr an den Finger stecken. Doch ihr Vater ergriff ihre ausgestreckte Hand und jagte Fredo kurzerhand fort. Kurze Zeit später arrangierten ihre Eltern eine Hochzeit mit einem älteren und höher gestellten Mann, der großzügig ihre Schwangerschaft akzeptierte. Tränen kullerten nun über ihr Gesicht. Mit Hinweis auf ihrem Ehemann überzeugte sie mich, nun zu gehen. Sie wird Talia die traurige Nachricht schon beibringen. Den Tee unberührt stehe ich wieder auf, verlasse das Haus. Auch ich kann mich einer Träne nicht erwehren.
Zurück auf der Straße blicke ich in die tiefstehende Sonne. Das Licht wird dir helfen. So sprach Zetan. Nun gut, ich nehme den Kristallstein und halte ihn gegen das Licht. Er funkelt in allen Farben, Regenbögen sind zu sehen, rote, schwarze Streifen. Eine Hexe? Für einen kurzen Moment glaube ich, einen der Schakas wiedererkannt zu haben. Doch nun ist nichts mehr zu sehen. Ich gehe mal in den Hesinde-Tempel. Eilig schreite ich in den Hesinde-Tempel. Ein Geweihter empfängt mich freundlich, doch ohne Begrüßungsformel schildere ich aufgeregt mein Erlebtes, berichte von meiner Entdeckung im Kristall. Wir brauchen ein starkes Licht, fordere ich ein. Der Geweihte hört aufmerksam zu, scheint zu begreifen, um welche Tragweite es hier geht. Ein Zeugnis eines hochentwickelten, längst vergessenen Echsenvolkes. Der Geweihte spricht andere an, und schon bald verfallen 5 Geweihte in der Mitte des Tempels in Betriebsamkeit. Sie bauen einen Podest für den Kristall, so dass er in den durch die hohen Fenster kommenden Sonnenstrahlen steht. Nach einer Weile haben sie einige Linsen verschiedenster Größe herbeigeschafft und probieren sich daran, das Licht zu bündeln und den Kristall zu beleuchten. Tempelbesucher beäugen neugierig die Szenerie. Der Stein bricht das Licht in viele Strahlen, unterschiedlichster Farbe. Der Geweihte grübelt eine Weile darüber, scheint aber nicht glücklich. Er kommt zu mir. »Es tut mir leid, aber das wird wohl noch seine Zeit...« Plötzlich hält er inne. Er starrt auf meine Halskette mit der Linse als Anhänger. »Ihr habt das nicht zufällig von einer Novizin, die noch vor kurzem hier verweilte?« Ich lächle, gebe ihm die Kette in die Hand. Er baut die winzige Linse zielsicher in die Apparatur ein. Plötzlich durchströmt ein im Staube deutlich sichtbarer Lichtstrahl aus dem Gestein. Gleichzeitig hallt ein Rauschen aus verschiedenen überlagerten Stimmen in den Raum. Die Geweihten hantieren aufgeregt mit der Linsenkonstruktion. Mit einem Mal steht einer der Schatkas halbdurchsichtig mitten im Raum. Nach hörbarem Einatmen mancher Zuschauer tritt eine Stille im Tempel ein. Alle schauen gespannt diesen seltsam aufrecht stehenden Feuersalamander an, der menschengroß dasteht und einen eigentümlich würdevollen Blick in die Runde wirft. »Ich bin Xerxa, erster der Schatkas, auserwähltes Volk des Zeitwächters. Seid gegrüßt, Herrscherrasse der neuen Zeitalter. Wir sprechen aus einer fernen Vergangenheit zu euch, um zu verkünden, wie es einst war. Wir werden euch einweihen in unsere Sprache, Lebensweise und Errungenschaften.« Xerxa geht auf den Stein zu, umfasst ihn mit beiden Händen. »Dieser Kristall soll euch als Wissensspeicher dienen. Darin liegt all unser Wissen. Darin könnt ihr eures aufbewahren.« Während dieser Worte entstehen Schriftzeichen, Bilder von Riesenechsen und mächtigen Tempeln und magischen Effekten in der gesamten Halle aus dem Nichts. »Wir werden die Zukunft bereisen zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt. Dann sehen wir uns vielleicht wieder.« Anschließend brechen die Illusionen zusammen. Doch kurz darauf trifft ein Lichtstrahl auf dem Kristall direkt auf mich. Erst bin ich erstaunt, blicke mich selbst an, dann geht ein Schmunzeln über meine Lippen. Ich weiß genau, was ich zu sagen habe. »Ich bin Gerion. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, die Gegenwart zu erhalten, und ich spreche an die Zukunft. Ungeheures Wissen wird euch zuteil. Wenn wir unsere Arbeit vollendet haben, könnt ihr eure beginnen. Nutzt diesen Kristall, werdet durch ihn wissender, weiser, fortschrittlicher, bei Hesindes Willen und Satinavs Geduld. Dann wird es wieder dunkel. Die Besucher stehen mit offenen Mündern da, die Geweihten in freudiger Erregung. Einer der Geweihten kommt auf mich zu. Wisst ihr, was das alles bedeutet? Vielleicht entschlüsseln wir Wissen aus Jahrtausenden aus diesem Kristall. Habt vielen Dank. Ihr habt der Menschheit einen großen Dienst erwiesen. Ich weiß, was das bedeutet. Ich habe die Menschheit wahrscheinlich unsterblich gemacht, indem das Wissen erhalten bleibt. Ob die Menschen selbst überleben, das vermag ich nicht zu sagen, denn der Blick in die Zukunft, der bleibt mir verwehrt. Einige Wochen vergehen, in denen ich mit dem Hesinde-Tempel daran arbeite, das Wissen der Vergangenheit zu entschlüsseln und das Wissen der Gegenwart zu erhalten. Doch lange kann ich ja nicht mehr verweilen, denn es gilt nicht nur altes Wissen zu erhalten, sondern neues Selbst zu erleben. Und so mache ich mich wieder auf, bereit für ein neues Abenteuer. Ha!
Ja, so viel Wissen habe ich da gar nicht gebraucht über die. Jo, warum nicht, ne? Eine schöne Kurzgeschichte mit ein bisschen interaktiven, eher wenigen, ne? Aber ein paar interaktiven Elementen. Es ist eine Heidenarbeit, sowas zu machen. Ich weiß es ja selbst, denn ich bin immer noch dran, habe alles wieder verwurschtelt, also alles nochmal über den Haufen geschmissen und versuche es nochmal anders, eine andere Geschichte, eine geschichtliche Geschichte, die dann trotzdem aber unterhaltsam hoffentlich erzählt wird. Es wird Jahre oder Jahrhunderte dauern, bis ich sowas schaffe. Und ich verabschiede mich von euch hier mit diesem Spielebuch aus dem DSA-Universum. Ciao, ciao!